Nummer 1 ist jetzt Marco Freund mit seinem toll gespannten. Gibt er nochmal richtig Gas? Die nicht geschlagen sind, wie gesagt, 5,92 Sekunden aufzuholen sind. Wechslerisch mit zwei Hindernissen, also ein Hindernis 3 Sekunden, das ist natürlich einiges. Lars Schwitte, 79,7 Sekunden, zeigt die Uhr für Lars Schwitte im Hindernis Nummer 6, dem so anspruchsvollen Hindernis. Sind es 63,51 Sekunden hier für Marco Freund im Hindernis Nummer 7. Für Lars Schütte im Hindernis Nummer 6 hier. Marco Freund hat dann Hindernis Nummer 8 noch vor sich, Lars Schütte 7 und 8. Und Christoph Sandmann, meine Damen und Herren, Hindernis Nummer 5, das sei auch gesagt.